Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. In meinem Review zum LG G4 habe ich gesagt, dass es momentan zusammen mit dem Galaxy S6 bzw. dem S6 Edge mit das beste verfügbare Android-Smartphone ist. Da liegt es natürlich nahe, das LG G4 mal ausführlich mit dem Galaxy S6 zu vergleichen und zu schauen, welches für wen besser geeignet ist. Die beiden Smartphones sind sich teilweise ziemlich ähnlich, es gibt aber auch ziemlich krasse Unterschiede. Und was genau ich damit meine, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Das G4 ist definitiv etwas größer als das Galaxy S6, außerdem ist das S6 auf dem Papier auch durchgängig etwas dünner. Das fällt aber nicht wirklich auf, da das Gehäuse des G4 minimal gebogen ist. Was schon eher auffällt, ist der Gewichtsunterschied, denn das S6 ist mit 138 Gramm schon eine Ecke leichter als das G4 mit 155 Gramm. Das waren die Daten, aber welches liegt denn nun besser in der Hand? Das ist wirklich ziemlich schwer zu entscheiden, denn beide liegen extrem gut in der Hand. Das S6 hat aber eben einfach den Vorteil, dass es etwas kleiner ist. Ich hatte aber auch beim G4 keinerlei Probleme, es einhändig zu bedienen, und das, obwohl es mit 5,5 Zoll definitiv das größere Display hat. Hier haben beide Hersteller meiner Meinung nach echt gute Arbeit geleistet. Das LG G4 kommt mit einem 5,5 Zoll großen Quantum IPS Display und der altbekannten Auflösung von 2560x1440 bei etwa 538 ppi. Ansonsten befindet sich auf der Vorderseite hier noch eine Benachrichtigungs-LED und die 8 Megapixel Frontkamera, außerdem keinerlei physische oder touchsensitive Tasten, sondern eben die altbekannten Onscreen-Tasten. Samsung hingegen verbaut im S6 ein 5,1 Zoll großes Super AMOLED Display, das löst ebenfalls mit WQHD, also 2560x1440, hier dann eben allerdings mit 577 ppi auf. Beachten sollte man allerdings auch, dass das Galaxy S6 wieder mit einer Pentile-Matrix kommt, das heißt, ihr habt 2 statt 3 Subpixel wie eben beim LG G4. Auch hier finden wir auf der Vorderseite noch eine Benachrichtigungs-LED und die 5 Megapixel Frontkamera. Samsungs typisches Tastenlayout ist auch wieder am Start, in der Mitte ein physischer Homebutton, der gleichzeitig auch als Fingerabdrucksensor fungiert. Links und rechts dann 2 touchsensitive Tasten, einmal für Multitasking und einmal für zurück. LG setzt beim G4 auf einen Kunststoffrahmen, der des Galaxy S6 hingegen besteht aus Metall. Das fühlt sich natürlich schon eine ganze Ecke hochwertiger an. Auf der Oberseite finden wir dann bei beiden Smartphones einen Infrarotport und ein erstes Mikrofon, und auf der Unterseite sitzt ebenfalls bei beiden der Micro-USB-Anschluss und der 3,5 mm Klinkenanschluss. Beim S6 finden wir hier außerdem noch den Lautsprecher, der sitzt beim LG G4 allerdings auf der Rückseite. Die Positionierung finde ich bei beiden Smartphones nicht unbedingt optimal, da der Lautsprecher in vielen Situationen verdeckt wird. Von der Soundqualität her nehmen sich beide Lautsprecher allerdings nicht allzu viel. Sie sind beide ziemlich laut und auch relativ klar, also wirklich ziemlich ordentlich, kommen aber auch beide nicht an die Boom-Sound-Lautsprecher eines HTC One M9 beispielsweise ran. Unterschiede gibt es dann aber beim Tastenlayout. Die lauter und leise Tasten befinden sich beim S6 auf der linken und der Powerbutton auf der rechten Seite. Beim G4 hingegen sitzen alle drei auf der Rückseite. Auch wenn LGs Lösung auf den ersten Blick vielleicht etwas komisch wirkt, muss ich sagen, dass ich damit zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Probleme hatte. Man findet alle Tasten extrem schnell und eben auch ohne Probleme. Das gilt aber auch fürs S6, ist im Endeffekt wohl Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Das gilt dann natürlich auch für die Rückseite. Beim G4 habt ihr hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal eine ganz normale Akkuabdeckung aus mattem Kunststoff im Metallic Look und dann natürlich die etwas extravagantere Version aus Echtleder. Beim S6 setzt Samsung auf eine sehr hochwertige Glasrückseite. Meiner Meinung nach haben auch hier beide Smartphones wieder ihre Vor- und Nachteile. Das S6 fühlt sich nochmal eine Ecke hochwertiger an. Die Rückseite des G4 ist aber nicht ganz so rutschig und vor allem auch bei weitem nicht so anfällig für Fingerabdrücke. Das S6 könnte man wirklich den ganzen Tag reinigen, es sei denn, ihr holt euch das weiße Modell. Ein riesiger Vorteil des G4 ist außerdem, dass die Akkuabdeckung problemlos geöffnet werden kann und der 3000 mAh starke Akku auch einfach getauscht werden kann. Das ist beim S6 so eben nicht möglich. Auch beim internen Speicher gibt es Unterschiede. Das G4 kommt hier nämlich mit 32 GB und der Speicher kann auch problemlos via MicroSD erweitert werden. Das ist beim S6 nicht möglich. Dafür hat man hier die Wahl zwischen 32, 64 und 128 GB. Erwähnenswert ist auch noch, dass das LG G4 eine Micro-SIM, das S6 hingegen eine Nano-SIM benötigt.
Unterschiede gibt es dann auch beim Prozessor. LG setzt nämlich auf den Qualcomm Snapdragon 808. Das ist ein Hexacore, also ein 6-Kern-Prozessor. Dazu gibt es 3 GB Arbeitsspeicher. Samsung hingegen verbaut seinen hauseigenen Exynos 7420 Octa-Core und ebenfalls 3 GB Arbeitsspeicher. Auch wenn das S6 auf dem Papier den deutlich stärkeren Prozessor hat, merkt man das im Alltag eigentlich kaum, denn beide laufen wirklich extrem schnell und auch flüssig. Egal ob beim Navigieren durch die Homescreens oder den Widget Drawer oder beim Starten und Schließen von Apps, Performanceunterschiede gibt es eigentlich kaum. Ab und an ist das S6 minimal schneller, aber das fällt im Alltag eigentlich kaum auf. Auch im Chrome-Browser sind beide nahezu identisch schnell und performant, so ehrlich muss man ganz einfach sein. Beide Smartphones kommen natürlich auch mit Android, das G4 sogar schon mit Android 5.1 ab Werk, das soll für das S6 aber ebenfalls in den nächsten Wochen folgen. Außerdem legen beide Hersteller auch ihre eigenen Benutzeroberflächen drüber, das kennen wir ja. Ich finde, dass sich die beiden Benutzeroberflächen ziemlich ähnlich sind. Verglichen mit Stock Android oder HTC Sense beispielsweise sind beide noch immer ziemlich bunt und an manchen Stellen etwas verspielt. Vor allem das Icon-Design ist auch von der Farbgebung her bei beiden ziemlich ähnlich. Vor allem aber in den Einstellungen merkt man, dass beide Hersteller versucht haben, Googles Material Design Richtlinien auch in ihre UI irgendwie zu integrieren. Das Ganze ist jetzt deutlich übersichtlicher als beispielsweise noch bei älteren Versionen. Was mir bei beiden gut gefällt, ist die Benachrichtigungsleiste. Hier könnt ihr nahezu alle Funktionen aus- und einschalten und auch direkt die Displayhelligkeit justieren. Erwähnenswert ist aber definitiv noch der Fingerabdrucksensor des Galaxy S6. Mit dem könnt ihr euer Smartphone schnell und ganz problemlos entsperren und sichern. Sowas fehlt dem G4 leider. Das G4 kann aber durch das bekannte Double Tap to Wake Feature, wenn es eben gesperrt ist, auch ganz einfach entsperrt werden. Außerdem gibt es noch Knock Code, den kennt man ja auch, und dann eben ganz schnell aufgeweckt und entsperrt werden. An den Fingerabdrucksensor des Galaxy S6 kommt das in meinen Augen aber beides nicht ganz ran. Wie sieht es jetzt aber mit den Displays aus? Schärfetechnisch kann ich ehrlich gesagt keinen Unterschied erkennen. Beide sind gestochen scharf und einzelne Pixel erkenne ich im Alltag keine mehr. Besser geht es in meinen Augen eigentlich kaum. In Sachen Farbdarstellung und Farbechtheit sind beide extrem gut. Das G4 stellt Farben teilweise etwas realistischer dar, das sind aber wirklich nur Nuancen. Der Weißwert ist beim G4 auch minimal besser, dafür punktet das S6 AMOLED-typisch aber natürlich mit dem besseren Schwarzwert. Auch in Sachen Displayhelligkeit gibt es kaum Unterschiede. Ich hatte mit keinem der beiden Smartphones jemals Probleme, das Display abzulesen, auch nicht an sonnigeren Tagen. Lediglich die Blickwinkelstabilität ist beim Galaxy S6 etwas besser als beim G4. Das fällt zwar auch nur wirklich im direkten Vergleich auf, aber der ein oder andere legt ja auch darauf ziemlich viel Wert. Beide Smartphones kommen dann mit einer 16 Megapixel Hauptkamera, natürlich auch inklusive Foto-LED auf der Rückseite. Die Kamerasoftware ist prinzipiell bei beiden auch ziemlich aufgeräumt und intuitiv. Beide kommen auch mit einem manuellen bzw. einem Pro-Modus, wo man vieles selbst einstellen kann. Hier bietet das G4 aber nochmal eine Ecke mehr Möglichkeiten. Die Verschlusszeit und sogar die Lichttemperatur in Kelvin, hier kann nahezu alles manuell eingestellt werden, außer eben die Blende. Beim S6 ist auch vieles davon möglich, aber der Punkt geht trotzdem an das G4. In Sachen Bildqualität liegen die beiden dann auch wieder ziemlich nah beieinander. Bei guten Lichtbedingungen gefallen mir beide ziemlich gut. Das S6 überzeugt teilweise mit der nochmal etwas besseren Bildschärfe, dafür übersättigt es manchmal die Farben auch etwas zu stark. Das sieht auf den ersten Blick zwar besser aus, das G4 macht aber eben die natürlicheren, farbechteren Bilder. Das sind aber wirklich auch wieder nur Nuancen. Beide sind einfach extrem gut und das schon im Automatikmodus. Bei schlechteren Lichtbedingungen sieht es dann ähnlich aus. Beide schlagen sich hier extrem gut. Manchmal sind die Bilder des S6 nicht ganz so stark verrauscht. Dafür erkennt man dann beim G4 aber etwas mehr. Manchmal ist das auch genau umgekehrt. Also wie gesagt, da nehmen sich die beiden wirklich nicht viel. Bei der Frontkamera gefällt mir insgesamt das S6 aber minimal besser. Zum einen, weil es beim Weißabgleich öfter richtig liegt. Zum anderen, weil das Objektiv an sich weitwinkliger ist und man eben mehr Leute drauf bringt. Beim G4 verzerrt dafür natürlich alles nicht so stark, wenn man mal etwas näher rangeht, aber für Selfies ist das S6 eben einfach etwas besser geeignet, weil man mehr Leute drauf bekommt und ja, das ist eben noch immer das meiste oder ja, man macht eben mit seiner Frontkamera hauptsächlich Selfies. In Sachen Sprachqualität hat das S6 minimal die Nase vorne. Beim G4 klang der Gegenüber im direkten Vergleich nämlich manchmal etwas zu blechern. Empfangstechnisch nehmen sich die beiden dann wieder
wieder nicht viel. Wie sieht es aber mit dem Akku aus? Das G4 hat mit 3000 mAh natürlich den etwas größeren Akku im Vergleich zum S6, da sind es ja 2550 mAh. Akkulaufzeitrekorde stellen aber beide Smartphones nicht auf, das G4 hält aber etwas länger. Mit dem S6 komme ich immer gerade so durch den Tag, mit dem G4 sind auch manchmal 1,5 Tage möglich. Die Display-On-Zeit liegt beim S6 immer bei 3 bis maximal 3,5, beim G4 meistens bei um die 4 Stunden. Der Punkt geht also an das G4, wenn auch der Abstand hier wirklich nicht riesig ist. Jetzt sind wir auch schon wieder beim Fazit angelangt und wir beginnen mit den Punkten, die für das LG G4 sprechen. Zum einen hätten wir da den wechselbaren Akku und eben den erweiterbaren Speicher. Zumindest ersteres ist mittlerweile ja schon ziemlich selten zu finden bei den ganzen Flaggschiffen. Also das muss man auf jeden Fall positiv anrechnen. Außerdem haben wir beim Display auch einfach den etwas besseren Weißwert und die, ich nenne es jetzt einfach mal, mächtigere Kamera-Software. Ihr habt es ja gesehen, man kann einfach etwas mehr manuell einstellen und ja, jeder, der sich für sowas interessiert bzw. ein bisschen Ahnung hat, der kann aus der Kamera wirklich viel rausholen. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Auch die Akkulaufzeit ist minimal besser. Wie gesagt, das sind jetzt nicht Welten, aber es fällt auf jeden Fall auf, wenn man die beiden mal parallel nebeneinander nutzt. Es gibt aber auch einige Punkte, die für das S6 sprechen. Zum einen hätten wir das definitiv etwas hochwertigere Design, einfach dadurch, dass wir hier ein fest verschlossenes Gerät haben und eben auch das Glas auf der Rückseite, den Aluminiumrahmen. Ja, also das S6 fühlt sich auf jeden Fall etwas hochwertiger an. Ansonsten haben wir den besseren Schwarzwert beim Display und auch die etwas bessere Blickwinkelstabilität. Das fällt im direkten Vergleich auf jeden Fall auch auf. Das S6 hat teilweise auch minimale Performance-Vorteile, wobei das wie gesagt nicht so stark auffällt, aber vor allem in Sachen Zukunftstauglichkeit würde ich jetzt mal sagen, da ist das S6 vielleicht tatsächlich etwas besser, eben weil der Prozessor definitiv noch einige Reserven hat. Das hat der 808er vermutlich auch im LG G4, aber wie gesagt, der Exynos 7420 ist auf jeden Fall ein Biest. Ansonsten haben wir hier noch den Fingerabdrucksensor, da mögen jetzt einige sagen, das ist mir total egal, aber wie gesagt, es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein nützliches Feature, das man auf jeden Fall auch mit anführen muss. Das machen wir ja beim iPhone auch immer. Auch die Sprachqualität ist beim S6 minimal besser, das fällt auf jeden Fall auf. Auf die Unterschiede bei der Kamera gehe ich jetzt gar nicht mal mehr so stark ein, denn die sind meiner Meinung nach wirklich minimal, also da nehmen sich die beiden nicht besonders viel. Am Ende ist das Rennen zwischen LG und Samsung dieses Mal wirklich enger denn je, denn gerade in Sachen Display, Kamera und Performance nehmen sich die beiden Smartphones wirklich so gut wie gar nichts. Das LG G4 punktet natürlich mit dem austauschbaren Akku bzw. dem erweiterbaren Speicher und auch so an sich ist die Akkulaufzeit etwas besser als beim Samsung Galaxy S6. Auch das S6 hat aber eben seine Vorteile, beispielsweise den Fingerabdrucksensor oder die Tatsache, dass es einfach etwas hochwertiger gebaut ist. Die ganzen Vorteile der jeweiligen Smartphones haben wir ja eben schon aufgelistet. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen dem Samsung Galaxy S6 und dem LG G4, das ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber ich würde mir ein paar Fragen stellen. Zum einen, welches gefällt euch designtechnisch besser? Also mögt ihr lieber diese Lederrückseite bzw. Kunststoffrückseite oder diese Mischung aus Glas und Aluminium, wie es eben beim Galaxy S6 der Fall ist? Dann würde ich mich fragen, lieber ein AMOLED-Display oder lieber ein IPS-Display? Denn das ist auch eine ziemliche Geschmackssache. Und dann zu guter Letzt würde ich mich auch noch fragen, wie wichtig euch denn so ein austauschbarer Akku bzw. ein erweiterbarer Speicher ist. Ja, denn das ist wirklich auch ein ziemlich großer Unterschied zwischen diesen beiden Smartphones. Wie gesagt, am Ende ist es wie eigentlich meistens Geschmackssache. Meiner Meinung nach macht man mit beiden absolut nichts falsch. Sind wirklich zwei der momentan besten verfügbaren, wenn nicht sogar die zwei besten momentan verfügbaren Smartphones. Insofern Geschmackssache, ihr macht mit beiden nichts falsch. Ich kann euch auf jeden Fall beide weiterempfehlen. Das war's von diesem Vergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte auch dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung etwas behilflich sein. Wenn ihr euch jetzt für das S6 oder das LG G4 noch genauer interessiert, verlinke ich euch am Ende natürlich wie immer meine ausführlichen Reviews zu beiden Smartphones. Die könnt ihr dann ja auch mal auschecken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.